一言だけ、ノーニュークリアでお願いします。I'm a human beatboxer and it's like I do them something, but today I make a short, really short time. Okay, I do that. Please enjoy and focus on the thinking of the new career. Please. Thanks. Like that. Back in there. でした。ビレンダンダスはリオヒューマンエレクトロ藤本。反原発集会さよならニュークスベルリンにお集まりいただきありがとうございます。Herzlich willkommen zu unserer Anti-Atomkraft-Veranstaltung さよならニュークスベルリン。私たちは原発事故の影響を日本人の視点から取り上げるベルリン在住の日本人からなるグループです。原発事故から2年目を迎えようとしている今日、私たちは反原発の声を上げるためこのイベントを企画しました。Wir sind eine offene Gruppe von Japanern in Berlin, die aus japanischer Sicht sich mit den Folgen der Atomkatastrophe auseinandersetzt. Heute, kurz vor dem zweiten Jahrestag des AKW-Unfalls in Fukushima, sind wir hier, um unsere Stimme gegen Atomkraft zu erheben.今日、東京では大規模デモ、さよならニュークスが行われ、1万5000人の参加者があったそうです。故郷から遠く離れて生きる私たちも、日本での反原発運動を支えたいと思います。Heute Morgen gab es eine große Demo, さよならニュークス in Berlin. Da waren 15.000 Teilnehmer. Ihnen wollen wir zeigen, dass auchfernab der Heimat viele Japaner sie unterstützen. 今日は途中でアーティストのパフォーマンスを交えながら、さまざまな視点の人から福島について語っていただきます。その後、ポツダム広場までデモをするので、皆さん一緒に来てください。ポツダム広場では3人の著名な大学教授にお話を伺い、最後にみんなでふるさとを歌います。Wir haben Redner, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln zum Thema Fukushima sprechen. Zwischendurch gibt es Auftritte von Künstlern. Anschließend marschieren wir zum Potsdamer Platz. Kommt ihr alle mit? Machen wir uns lautstark hörbar. Auf dem Potsdamer Platz werden wir abschließend eine spannende Diskussionmit drei bekannten Professoren erleben. Zum Ausklang singen wir gemeinsam ein traditionelles japanisches Lied, Furusato, die Heimat. Moment, nochmal. Gibt's noch mehr?
schneide kein Blatt ab. Zwei Sachen wollen wir unseren Mitstreiterinnen in Japan überreichen. Wir bitten euch um eure Unterschrift für den Atomausstieg Japans. Wir wollen eure Messages dazu auf einem großen Tuch festhalten. Wir alle arbeiten ehrenamtlich. Heute verkaufen wir kleine Buttons und Kartenspiel. Deren Einnahme wird für die Kostendeckung der heutigen Veranstaltung benutzt. Eure Spende sind sehr willkommen. Unser erster Redner ist Tomoyuki Kagawa. Inhaber eines Friseursalons in Fukushima, 40 Kilometer entfernt von den havarierten AKW. Nach der Katastrophe kam er nach Berlin und arbeitet hier als Friseur. So, wo ist Kagawa? Ist er da?私は福島県で震災に遭い、原発。 情報を得ることができなかった私たち被災地の人間にとっては原発放射能汚染物質というものの恐怖心にただ不安な日々を過ごすことしかできませんでした。そんな中、正しい情報がない中、私たちが一番誤った行動をとってしまったことの一つとして、とにかく 10キロでも 20キロでも 遠いところに避難するという明確な情報なく、逃げさまよった避難の人たちはより放射能濃度の高い避難エリアに移動してしまった現状があります。そういった中、原発により爆発して拡散した放射能の危険性というものが正しく情報によって、 私たち避難民が理解するようになったのは、ドイツをはじめ海外のメディアからの圧力により公開された情報が一つの私たちの原発に対する正しい理解の第一歩となったのです。20年前、20数年前チェルノブイリ事故の後、反原発運動が盛んになった時期に、
私たち、日本人も含め多くの人々はもっと多く原発による危険性を、学び教育を受けるべきだと今後悔しています。そしてその原発による危険性をより今後、若い世代や未来に向けて、このような、活動を通して、多くの人に理解してもらい、一人一人が、原発の危険性を、個々に判断して前進していくことが今後私たちにとっては必要なことだと思っています。それは私たちの世代だけでなく、これから未来先に、つなげていく子どもたちや、将来の人たちに対しての今私たちが生きている間にやらなければならないことではないかと、私は強く思います。最後に私はこのさよならヌーケス、6歳となったこのイベントを通してですね、原発事故に対してですね、あまりその理解をしていない今現状の地球に生きる人々により多く一人一人が呼びかけることが必要で、そして、今後そのような危険なものをこの地球上に生きる、私たち人間にとって必要のないものであるということを、一人一人が発しながら、反原発運動として、世界で呼びかける必要性があるんじゃないかと思います。僭越ながらそんな形で、じゃあ、Ich habe in Fukushima dieses Erdbeben und den Kernkraftunfall miterlebt. Es war eine traumatische Erfahrung, die ich niemals vergessen werde. Dadurch haben wir wieder ein Gefühl dafür bekommen, wie gefährlich Atomkraftwerke wirklich sind. Verlässliche Informationen waren sehr... nach dem Erdbeben und dem Unfall hatten wir keine verlässlichen Informationen und waren sehr verängstigt. Die evakuierten Menschen hatten keine Informationen über die Gefahr der hohen Radioaktivität in dem Bereich, wo sie hinein evakuiert wurden. Diese Informationen haben sie erst durch die ausländische Presse bekommen, angefangen mit deutscher Presse. Nach dem Unfall in Tschernobyl vor 25 Jahren hätte man viel daraus lernen müssen, um so einen Unfall zu verhindern. Wir Japaner sollten aus dem Unfall in Fukushima jetzt als lernen und uns selbst mit dem Thema befassen. Für den Aufbau einer sicheren und friedlichen Welt wollen wir mit dieser Sayonara Nukes Berlin zur Demonstration aufrufen. Wir hoffen, diese Demonstrationen tragen dazu bei, dass Menschen mit dem Thema und den Gefahren der nuklearen Energie intensiv beschäftigen werden. Vielen Dank. So, der nächste Redner ist Herr Thomas Dersee, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. und Herausgeber des Fachinformationsdienst Strahlentext. So. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, der heute, 2 Jahre nach der Reaktorenkatastrophe, die japanische Präfektur Fukushima besucht, findet da am Bahnhof der Stadt Fukushima ein öffentliches, amtliches Strahlenmessgerät vor. Ähnlich wie bei uns die Parkuhren hier in Berlin ist es mit Solarzellen ausgestattet und zeigt dann tagsüber auf einem Display gut sichtbar die aktuelle Strahlenbelastung an.
お泊まりの皆様、友人の方々、日本の福島県で原子炉事故が起きたのは2年前のことです。今その福島を訪れると、福島の駅前には公共のモニタリングポストが立っています。このベルリンでよく見かけるパーキングメーターと似たような形で太陽電池がついていて、日中は現在の放射線測定値がディスプレイに表示されています。Wer sein eigenes Messgerät mitgebracht hat, wundert sich ja allerdings, dass das amtliche Gerät sehr viel niedrigere Werte anzeigt als das eigene. Und wer dann fragt, wieso das so ist, erhält dann die Auskunft, das sei nicht ungewöhnlich, das sei immer so. Japanische Bürgerinitiativen und örtliche Gemeindevertretungen haben das systematisch überprüft. しかし、自分でガイガーカウンターを持っている人は、それよりも公共のモニタリングポストの方がずっと低い線量を表示するので不思議に思います。そして、どうしてそうなのだと尋ねると、これは別に特別なことではなくて、どこでもそうなんだという答えが返ってきます。日本の市民イニシアチブや地方自治体の代表などがシステマチックに検査した結果、分かったことです。Zuerst habe eine amerikanische Firma probeweise Geräte aufgestellt, die höhere Strahlenwerte anzeigten. Nach Einwendungen des japanischen Umweltministeriums, die Werte seien ja so hoch, ob man das nicht ändern könne, habe die Firma geantwortet, nein, das ginge nicht, die Geräte seien ja zu messen da. Daraufhin erhielt stattdessen eine japanische Firma den Auftrag, solche Geräte aufzustellen. Die zeigte sich den Wünschen des Ministeriums gegenüber zugänglicher. はじめ、アメリカの会社が試験的にモニタリングポストを設置したところ、ずっと高い放射線量が表示されたそうです。これでは値が高すぎる、変えることはできないのかと日本の環境省が文句をつけました。そうしたところ、その会社はこう答えたそうです。いや、それはできない。モニタリング装置というのは測定するためにあるのだからと。そこで今度はアメリカの会社に代わってモニタリングポストの設置が日本の会社に発注されました。日本の会社は環境省の要望に対してずっと理解を示したというわけです。 Mehr als 3000 solcher Messgeräte sind über die gesamte Präfektur Fukushima verteilt, aufgestellt worden und weitere auch in angrenzenden Gegenden.Sie stellen die amtlichen Strahlenmonitoringpunkte dar und zeigen im Durchschnitt nur ein bis zwei Drittel der wahren Strahlenbelastung an. Das ist in der japanischen Bevölkerung durchaus bekannt. Weshalb also machen die Behörden sowas? 館長はこのようなモニタリングポストを3000台以上福島県全体や近接する地方に設置しました。これらのモニタリングポストが公の線量測定の拠点となっており、平均で実際の放射線量の3分の1から2しか表示しないのです。これは、でも日本の国民にはかなり一般に知られている事実です。それなら、どうして館長はこんなことをするのでしょうか。Diese Messergebnisse werden an internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation gegeben. Daraufhin hat diese vorige Woche verkündet,dass, ich zitiere, für die allgemeine Bevölkerung innerhalb und außerhalb von Japan die prognostizierten Risiken gering und keine beobachtbaren Anstiege der Krebsraten zu erwarten seien. Nur in den höher belasteten Gebieten werde es geringfügige Erhöhungen geben. このモニタリングポストが出す測定結果は WHO 世界保健機関などの国際的な機関に提出されます。これを受けて WHO は先週、日本国内外の一般市民に対して予測されるリスクは少なくて、がん発生率が目に見えて増加するとは考えられないという声明を出しています。線量がもっと高い地域に限り、わずかながら増加が予測される、そうも言っています。Aber natürlich sind die Leute von der Weltgesundheitsorganisation nicht dumm. Sie wissen auch, dass die Strahlenmessungen nicht stimmen.Weshalb also spielen Sie dieses falsche Spiel mit? しかし、WHO の人たちももちろんバカではありません。
彼らだってその測定線量が測定線量が正しくないことは知っているのです。ではどうしてこんな汚い手口を使うのでしょうか。Vielleicht soll das auch in Japan beruhigend wirken, aber als Adressaten solcher Nachrichten bleiben eigentlich nur wir übrig, die Menschen im Ausland. Uns soll eingeredet werden, so eine Atomkatastrophe sei nicht so schlimm, so eilig bräuchten wir unsere Atomkraftwerke nicht abzuschalten. Und wenn hier ein Unglück in Deutschland oder in Frankreich, ein solches Atomunglück geschehe, dann sei das durchaus verkraftbar.日本の市民を安心させようという魂胆だってそこにはあるのかもしれません。しかし彼らがこのようなメッセージを届けたい本命の相手は実は海外にいる私たちのような人間なのです。彼らは私たちにこそ信じさせたいのです。原子炉事故があったがそんなにひどいことはない、そんなに急いで原発を止める必要はない、そう思わせたいのです。たとえドイツやフランスでこのような原発の事故が起きたとしてもどうにかなる、そう彼らは言いたいのです。Die Leute in Japan wissen es aber besser. Mehr als 160.000 Menschen, überwiegend Strahlenflüchtlinge, leben heute, zwei Jahre nach der Katastrophe, noch immer in Notunterkünften. Von rund 80.000 im vorigen Jahr untersuchten Kindern und Jugendlichen hatten mehr als 40%Veränderungen der Schilddrüse. Noch nicht einmal die Hälfte der Kinder ist überhaupt untersucht worden. Bei 151 Kindern wurden bisher weitergehende Untersuchungen durchgeführt. Bei ihnen fanden sich 10 Schilddrüsenkrebs und Krebsverdachtfälle. Normalerweise haben nur 1 bis 2 von 1 Million Kinder Schilddrüsenkrebs. これまで151人の児童が二次検査を受けました。そのうち10人に甲状腺がん、または甲状腺がんの疑いが見つかりました。甲状腺がんというのは、通常では100万人の児童に1人か2人しか発生しないものです。Wie gestern bekannt wurde, hat man auch in den weiter entfernt liegenden Präfekturen Aomori, Yamanashi und Nagasaki bei 60% der untersuchten Kinder in deren Schilddrüsen Knoten und Zysten gefunden. 昨日公表されたところでは、福島県からかなり離れている青森県、山梨県、長崎県でも検査を受けた子どもたちの 60% に結節や嚢胞が見つかっています。Die überwiegende Zahl der Kinder soll erst in 2 Jahren wieder untersucht werden, denn, wie der Studienleiter in Fukushima erklärte, müssten die nötigen Spezialisten für Kinderschilddrüsen erst noch ausgebildet werden und stünden dann in 2 Jahren dazu zur Verfügung. 児童のほとんどは2年後でないと再検診が受けられないことになっています。それは福島の研究チームの責任者が説明したことですが、必要となる小児甲状腺の専門家をまずこれから養成しなければならないので、あと2年かかるというのが理由だそうです。Offizielle Politik ist, die vor der Strahlung geflüchteten Menschen zur Rückkehr in ihre alte Heimat zu bewegen. Sie sind dann Versuchskaninchen.公の政策は、光線量から避難してきた人たちをまた故郷に戻そうというものです。そうなれば、帰る人たちはみすみすモルモットになってしまいます。Viel Kraft und viel Geld wird für sogenannte Dekontaminierungen der unmittelbaren Lebensumgebung aufgewandt. Das ist jedoch eine Sisyphusarbeit. Denn aus den umliegenden Bergen und Wäldern fällt immer wieder
Radioaktivität neu auf die Siedlungen herab. Und wohin mit den radioaktiven Abfällen? Das Ergebnis der Dekontaminierungsarbeiten ist lediglich eine Umverteilung der Radioaktivität, nicht ihre Beseitigung. また、多大な労力とお金が生活環境を除染する作業に費やされていますが、これはやってもやっても終わりのない作業です。周囲の山や森からどんどん新しい放射能が住宅地域に降り注いでくるのですから。それに放射性物質に汚染された土はどこに持っていけばいいのでしょうか。除染作業をしても放射能を別の場所に移動するだけであってなくすことはできないのです。Der Glaube, ein hochtechnisiertes Land wie Japan könne die Probleme in den Griff bekommen und bewältigen, ist nichts weiter als ein frommer Wunsch. Die erste behördliche Maßnahme war, die Dosisgrenzwerte hochzusetzen und zu behaupten, diese seien immer noch gesundheitlich zuträglich. Mehr als 100 Bürgerinitiativen in Japan haben aber inzwischen eigene Messgeräte angeschafft. Sie messen die radioaktive Verseuchung von Lebensmitteln, um die Aufnahme von Radionukliden über die Nahrung möglichst gering zu halten. Sie kontrollieren Dekontaminierungsversuche, führen Messungen der Ortsdosisleistungen und Ganzkörpermessungen durch. Und sie organisieren zeitweise Verschickungen der Kinder aus den höher verstrahlten Gebieten in weniger belastete Gegenden im tiefen Süden und im hohen Norden Japans. 現在では100以上の市民イニシアチブグループが独自の測定器を備えるまでになりました。彼らは食べ物を通じて放射性同位体を体内に取り込むのを少しでも低く抑えられるようにと食品の放射性汚染を測定しています。または各地での除染の試みをチェックし、人体内組織の透過線量やホールボディカウンターによる全身の被曝線量などを測定しています。そして彼らはまた、高線量の地域から子どもたちを一時的にずっと南の方や北の方に疎開させる企画なども組織しています。Allein diese Eigeninitiative der Menschen in Japan macht mir Hoffnung und stimmt mich trotz allem zuversichtlich. Ich finde, sie verdienen jede Unterstützung. Wir können mit Spenden helfen und in Deutschland zeigen, dass es auch ohne Atomkraft geht. Vielen Dank. この市民たちはできる限りの支援が与えられて当然です。私たちは募金という形で支援することができます。そしてことにドイツでは原子力などなくても平気だということを示していかなければなりません。ご拝聴ありがとうございました。I think maybe there are some points that is not correct what Mr. Thomas said. I think we can trust the Japanese government 100%. I work for the Japanese government, scientist, and many data show also that low amount of radiation is actually good for you. Also, you can drink plutonium and it will just come out of your body, no problem. Also, Japan really, really need nuclear power for the economy. And Mr. Thomas, I don't think is thinking about Japanese economy. Also, Japanese nuclear energy is very green.
is very green because we do not produce as much CO2. People in Brussels right now is saying the same thing, and we are pushing for more nuclear energy in Europe. Well, actually, I have no idea how to clean the nuclear waste. Because that stuff stays radioactive for about like a million years, but I think the people are too stupid to understand this, so I get to keep my job. But I better not talk about this in public, because I don't want to talk about my industry too much and lose my job. So nuclear energy is very green. I also think that nuclear energy is the high point of human evolution, because we start as life in the ocean, like amoeba to kurage, fish to reptiles to... to apes to... Human beings! And human beings control science to control nature to become more powerful than God! And we have all these technologies and we have an old nuclear power! That's it? An accident like Fukushima will never happen again. We just had news that Japan had 3 more nuclear explosions in the nuclear power plant. But please don't worry, there's no immediate effect to your health. Everything is under control. Everything is under control. Kodo-san, password. Together, we will build a safe, clean future. To myself.
Kazuma Glenn, I really support nuclear power, so please keep supporting the government. As long as everybody is keeping quiet, everything is going to be okay. So please keep being quiet. Thank you, arigatou gozaimasu. Douka seishinhan no hou wa douka yoroshiku onegai itashimasu. Hontou ni arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. それでは、さよならニュークスを代表して私が話させていただきます。テーマは福島の子どもたちです。数ヶ月前から福島県の子どもに甲状腺の異常が見られ、何人かはすでに甲状腺がんにかかっていると言われています。 Seit ein halben Jahr ist es bekannt, dass bei den Kindern in Fukushima Präfektur Schilddrüsenerkrankungen zugenommen haben. Einige von ihnen sind schon an Schilddrüsenkrebs erkrankt. こうしたニュースを聞くたび、なぜ危険な地域に住む全ての子どもたちを移住させてあげないのか、検査はまずそれをしてからではないかと憤りを感じます。Solche Nachrichten empören mich. Warum werden nicht alle Kinder aus den verseuchten Regionen umgesiedelt, untersucht werden, können sie auch dort noch. 病気はこれからもどんどん見つかっていくことでしょう。甲状腺異常、白血病、肺がん、乳がん。子どもたちは人体実験の道具ではありません。Und das ist erst der Anfang der Krankheiten, an Krankheiten,die zu erkennen sind. Schilddrüsenerkrankungen, Leukämie, Lungenkrebs, Brustkrebs. Unsere Kinder sind aber kein Versuchskaninchen. 将来、公式に原発事故の被害者と認められる人はごく一部でしょう。専門家は、そのような病気は原発と関係なく起こりうると言い逃れをするでしょう。Nur ein kleiner Teil der erkrankten Menschen wird später als Fukushima-Opfer offiziell anerkannt. Die Fachleute reden sich daraus, dass solche Krankheiten aus anderen Gründen als dem Atomunfall entstehen konnten. 原発事故の影響を受けた子どもたちはすでに十分困っています。ふるさとを離れなければいけない子、不安を抱えながらとどまらざるを得ない子、避難をしたところで差別され精神的な負担を負う子がいます。 Die von den AKW-Unfall betroffene Kinder haben bereits genug andere Schwierigkeiten. Einige müssen ihren Heimatort verlassen. Einige müssen mit Angst in ihrem Wohngebiet bleiben. Und einige der aus Fukushima umgesiedelte Kinder werden an neuen Ort stigmatisiert und leiden stark psychisch. お父さんがとどまらなければならず、お母さんとだけ避難する子どももいます。いわゆる福島離婚によって家族の絆を失う子どももいます。Manche Familien wohnen getrennt. Wenn die Väter bleiben, fliehen die Mütter und Kinder an einen sicheren Ort.Der Meinungsunterschied zwischen Väter und Mütter führt zu den sogenannten Fukushima-Scheidung, so verlieren die Kinder auch ihr emotionales Zuhause. 影響はたくさんの人に及んでいます。若い女性は健康な赤ちゃんを産めないのではないかという不安を抱えています。10代の女の子たちが福島出身ということで、将来パートナーを見つけられないのではないかと、心配しています。Die Liste der Auswirkungen lässt sich fortsetzen. Die Frauen in Fukushima haben Angst,
dass sie kein gesundes Kind zur Welt bringen können. Schülerinnen fürchten, aufgrund ihrer Fukushima-Herkunft später keinen Partner finden. 第二次世界大戦中、都市部に住む子どもたちは空襲を避けるために田舎に疎開しました。福島の状況は空襲よりマシだとは言えません。Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Kinder aus dem städtischen Gebiet aufs Land gebracht, um vor Bombenangriff sicher zu sein. Die Situation in Fukushima ist nicht minder schlimm.als ein Luftangriff. 子どもたちを危険な地域から避難させてください。そしてそれは原子力政策の責任を負う政府の負担でなされるべきです。原子力発電所を作ったのは子どもたちではありません。 Die Kinder müssen aus den gefährlichen Zonen evakuiert werden. Und zwar auf Kosten des Staates.Der ja für die Atompolitik verantwortlich ist. Die Kinder selbst in Fukushima haben diese Reaktor nicht gebastelt. Fukushima の事故があっても、原子力に賛成する人がまだたくさんいます。この大人たちはまず、子どもたちに原発が欲しいか聞いてみてください。将来、健康や家族やふるさとを失うことになっても大丈夫か聞いてからにしてください。Trotz der Katastrophe in Fukushima befürworten immer noch zahlreiche Menschen die Atomenergie. Diese Erwachsenen sollten erst einmal ihre Kinder fragen, ob diese ein Atomkraftwerk haben wollen. Ob diese später ihre Gesundheit, Familie und Heimat aufs Spiel setzen.Und verlieren wollen. 原子力は私たちの子供や子孫に対する犯罪行為です。Atomkraft ist ein Verbrechen an unsere Kinder und Nachkommen. 原子力はもういりません。この危険な技術をもって私たちは子供たちや子孫の健康の責任を取ることができません。子供たちの名において原子力に反対しましょう。 Steigen wir aus den Atomkraft aus. Mit dieser Technologie können wir keine Verantwortung für die Gesundheit unserer Kinder und für die Nachfolgegeneration tragen. Sagen wir, alle Erwachsenen im Namen unserer Kinder Nein zur Atomkraft. Vielen Dank. Ich lese einen Brief, der im Juni 2012 auf einer Konferenz von engagierten Bürgern und internationalen Wissenschaftlern formuliert wurde. Er wurde formuliert von Dr. Sebastian Pflugbeil, Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz e.V. und er wurde am Ende der Konferenz als Resolution verabschiedet. Er wird auch bei den Gedenkveranstaltungen morgen in der Stadt verlesen werden. Liebe Kinder, wir, das sind Mütter, Väter, Großmütter und Großväter, engagierte Bürger und Wissenschaftler, haben uns in dem schönen Iwashima für 2 Tage getroffen, um zusammen zu arbeiten und nachzudenken. Eigentlich seid ihr der Grund, weshalb wir uns getroffen haben. Wir machen uns große Sorgen, dass ihr oder eure Kinder später krank werden könntet. Ihr wisst ja alle von dem großen Erdbeben und dem Tsunami und den zerstörten Kernkraftwerken in Fukushima Daiichi. Dabei ist sehr viel gefährliches Material in die Luft und in den Ozean gelangt. Das Material ist radioaktiv, es sendet Strahlen aus, die man nicht sehen oder riechen kann. Das macht sie so gefährlich. Man kann nicht drumherum gehen wie um eine tiefe Pfütze.Das Material fällt auf den Boden, gelangt in die Pflanzen. Die Tiere fressen die Pflanzen und trinken das verschmutzte Wasser.
Wenn wir solche Pflanzen und Tiere essen, gelangen die strahlenden Teilchen auch in unseren Körper. Viele Tiere und Pflanzen werden krank, aber auch wir können dadurch krank werden. Ihr werdet euch fragen, weshalb man denn diese Kernkraftwerke betreibt, wenn sie so gefährliche Teilchen in die Welt abgeben. Genau das fragen wir uns auch. Die Antwort ist ziemlich einfach. Man kann damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Es gibt viele andere Wege, den elektrischen Strom herzustellen, den wir jeden Tag brauchen. In Japan geht das sogar besonders gut. Kernkraftwerke dagegen sind in Japan besonders gefährlich. Sie vertragen Erdbeben schlecht und sie stehen fast alle am Wasser, wo ein Tsunami sie erreichen kann. Gerade jetzt gibt es in Tokio, in Osaka und vielen anderen japanischen Städten sehr große Demonstrationen. Die Leute wollen, dass die abgeschalteten Kernkraftwerke in Japan abgeschaltet bleiben. Sie sind sehr dagegen. Dass gerade jetzt zwei Kernkraftwerke wieder angeschaltet werden sollen. Wenn wir jetzt nicht wegen euch hier wären, wären wir sicher auch bei Ihnen auf der Straße. Wir sind leider nicht mächtig genug, alle in Japan befindlichen Kernkraftwerke ab sofort abzuschalten. Aber wir hoffen, dass immer mehr Menschen den Mut haben, laut zu sagen, was sie von Kernkraftwerken halten. Wenn ihr etwas größer seid, vergesst nicht, was ihr gerade nach Fukushima erlebt habt. Wir haben zwar keine Macht, aber die braucht man auch nicht, um die Wahrheit zu sagen. Wir versprechen euch so gut wir können, die Wahrheit zu suchen und sie weiterzuerzählen. Wir versprechen euch, dass wir nicht aufgeben. Wir vertrauen auf euch, dass ihr zu Ende bringt, was wir nicht mehr schaffen. Dann werden eure Kinder irgendwann fragen, was war das eigentlich damals mit der Radioaktivität? Wir sind jetzt mit unseren Beratungen am Ende. Wir haben auch über diesen Brief an euch diskutiert. Dieser Brief ist eine Brücke zwischen euch und der Zukunft. Eigentlich wäre es schön, wenn wir mal mit euch darüber sprechen könnten, wie ihr das alles seht. Herzliche Grüße, Internationale Bürgerwissenschaftlerkonferenz am 24.06.2012. In Berlin wohnt. Dennoch macht mir die Situation in Fukushima sehr große Sorgen. Ich mache mir Gedanken darüber, wie eine deutsche Regierung reagieren würde, welche eine solche Katastrophe geschehen würde. Ich bin überzeugt, dass man in Deutschland tatkräftiger und so wirkungsamer reagiert hätte. Und alle Medien in Deutschland würden über die Ursache und Lagen und so weiter ausführlich berichten würde. Jahrzehntelang bestand in Japan eine stillschweigende Zusammenarbeit zwischen den Energiekonzernen und Regierung und die Medien, wenn es um AKWs ginge.
Also, wobei gelegentlich Korruption im Spiel war. Kritische japanische Journalisten wurden ausgeschlossen. Wissenschaftler, die an der Form die Energiegewinnung aus Wasserkraft, Energiegewinnung, ja, aus Wasserkraft, Wind und Geothermie vorgeschlagen haben, werden nicht gehört. Ich habe mich gefreut, als ich also neulich im deutschen Fernsehen sah, dass heutzutage jede Woche Demonstrationen mit großen Familien sehr fröhlich vor dem Sitz des Premierministers stattfinden. Solche Engagement war früher sehr selten. Ich bin aber enttäuscht, dass durch die letzte Wahl wieder die Partei an die Macht gekommen ist, die für den sorglosen Umgang mitverantwortlich war. Ich hoffe, dass Fukushima auch etwas Gutes gebracht hat. Dass nämlich in der japanischen Bevölkerung selbstständiger politisches Denken gewachsen ist und Obrigkeit, Hörigkeit selten geworden ist. Vielen Dank. Mm-hmm.